das ist natürlich scheiße jetzt hier. Irgendwie muss ich hier rauf, so. Perfekt. Wo ist denn die Anschlagstafel? Beziehungsweise, oh, ein Händler. Plätze! Oha, Plätze. So. Hallo? Hast du Geld? Ja. Ja. Oh nein, nicht gewinnt. Aber ich habe hier... Ich würde mir gerne deine Waren anziehen. Genau. Alraunenlikör. Händler hat nicht genügend Geld. Oh, scheiße. So, wie viel? Ja, klar. Ist immer so mega teuer alles. Oh, Handschuhe, die für mich sogar noch besser sind. So. Dann gehe ich erstmal hier hin und alles, was ich schon gelesen habe. Das verkaufe ich einfach mal. Enthält Zusatzinformationen, habe ich aber noch nicht gelesen. Nein! Zurückkaufen. Aushang an einem schwarzen Brett. Kann man nicht verkaufen? So, dann gucke ich hier nochmal. Sind eigentlich so Schrottgegenstände drin. Das sind ja mal die Alchemie-Sachen alle. Kirschlikör. Das sind... So. Achso, nee, das behalten wir lieber mal, weil da steht, wird zum Abschließen einer Quest gebraucht. Mein Gott, ey, jetzt habe ich... So viel Alkohol, ja, das ist doch euch. Ja, ich muss ja irgendwie, was ist das? Eigentlich würde ich die ganzen Sachen eher nicht verkaufen, wobei das hier kann ich eigentlich verkaufen, aber davon bekomme ich halt einfach immer so viel. Ich verkaufe jetzt hier einfach mal random ein paar Sachen. Ich habe einfach... Schellkraut. Nee, das kommt mir so vor, als bräuchte ich das noch irgendwann. Ja, also, da muss ich mal sehen. Muss einfach unbedingt Sachen finden, die ich dann auch wieder verkaufen kann. Essen, Regeneration, ja, da benutze ich ja Tränke, da brauche ich ja alles dann gar nicht. Vitalitätsregeneration. Ja, wobei, zur Not. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Das ist geil. Essen regeneriert. Ja, mehr kann ich eigentlich jetzt nicht so, ne? Lassen wir das dann erstmal.
mega die Miese gemacht, weil ich hatte irgendwas mit 1000. Leb wohl. Ja, 1000 Geld. Warum ist plötzlich auf einmal da unten? Ja, ist auch egal. Aber jetzt habe ich das leider nicht mehr. Schnell kann das gehen. Was haben wir denn hier? Neue Schnitzerei gesucht. Die Schnitzerei von dem Herren am Fluss wurde vom Blitz getroffen und ist verbrannt. Wir muss eine neue herstellen, bevor unsere guten Wächterin zornig werden. Wer das Talent hat, nehme einen Meißel und mache sich ans Werk. Die Älteste. Aber noch eine Warnung. Hört, hört, ich ging nach Krähenfels, um Handel zu treiben. Die Banditen spucken auf meine Waren, zerschlugen sie am Boden und verprügelten mich. All dieses zum Zeitvertreib. Lasst euch mein Missgeschick eine Lehre sein und haltet euch von diesen Verbrechernest fern. Aha. Schreiber gesucht. Schreiber? Suche Schreiber zum Phrasen von Nachrichten. Zahle in Getreide und Isen. Achso, das wurde extra so falsch geschrieben. Alle sollten es erfahren. Gestern Abend hat Nordrada den Löffel abgegeben. Lange Jahre hat sie auf unseren Mitleid gebaut, um Almosen gebettelt und als einsame Witwe ohne Angehörige das ihr Ehre eingefordert. Doch es war alles Lüge. Wir gingen hin und den Leichnam zur Bestattung vorzubereiten. Und da fanden wir hinter dem Ofen einen Sack prachtvoll mit Getreide, Erbsen und Bohnen. Daneben einen Beutel mit Trockenäpfeln und Pilzen. Wir riefen sofort die Ältesten um Folgendes wurde beschlossen. Das Essen wird an alle im Dorf verteilt und Nordrada bekommt kein anständiges Begräbnis, sondern wird mit einem Stein an den Füßen in den Sumpf geworfen, auf das sie niemals Frieden finde. Dies sei allen ein Zeichen, die auf Kosten anderer leben und Essen vor dem Dorf verbergen und Lügen vorschützen. Wir sind verdammt von Menschen und Göttern. Krasse Sache. Auftrag, vermisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt, ein Jäger oder Kundschafter, und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Es ist möglich, dass die Soldaten einem Monster zum Opfer gefallen sind. Trifft es zu, erhält derjenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Vorfall liefert, eine Belohnung von Unterzeichenden. Ehre dem Kaiser. Milan Noran, Kommandant der in Erzdorf stationierten Division. Warnung! Lass niemand ein Wort über die Ereignisse auf der Reuseninsel verliert. Er soll es sonst bitter büßen. Wann kommt Mama nach Hause? Wann kommt Mama nach Hause? Weiß ich nicht. Ja. Monster aus Ochsenfurt kennen wir, glaube ich, auch schon. Also, ne, lassen wir das mal. Wir wollen jetzt nochmal. Ach, ich gehe jetzt nochmal kurz zu dem Schmiedeheini, um meine Rüstung zu reparieren. Hallo, kann ich mit der jetzt? Was denn? Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ein Silberschwert, ein besseres. Besseren Crossbow?
Also er hat zumindest schon mal ein besseres... Oh Gott, das kostet ja gleich mal... Obwohl natürlich, dann muss ich nicht reparieren, ne? Zumindest das Silberschwert nicht. Boah. Plus 56. Komm, das holen wir uns mal. Stufe 13. Nein. Scheiße. Egal. Was ist das? Das sind mittlere Rüstung, Handschuhe, ne? Genau, dann brauche ich nämlich die nicht zu reparieren, weil die ja besser sind. Ah, ich habe nur noch 19. Das ist übelst wenig. Bis dann. Ich hab dich in Büsima gesehen. Ich hab dich in Büsima gesehen. Boy. Zumindest haben wir ein besseres Silberschwert. Aber ein Stahlschwert. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach, welche Taste? Ich natürlich, ja, ich muss natürlich mit dem Geld ein bisschen aufpassen, ne? Kann ich mir irgendwann gar nichts mehr leisten. Nicht mehr Sachen zu reparieren. Los, los! Und das wäre natürlich alles andere als schön, ne? Ich dann da Probleme habe. Aber wir haben ja noch eine kleine Rücklage. Da müssen wir zur Bank, um das umtauschen. Was ich immer noch nicht gemacht habe, weil ich da einfach nicht hinkomme. Weil ich dann mich einfach wieder so Schiss habe, dass ich so viele Questen wieder annehme und dann bin ich da die ganze Zeit am Machen und komme gar nicht mehr hierhin zurück. Ich denke mal, sowieso kommen wir irgendwann mal dahin. Wenn wir die Hauptquest machen. Deswegen ist es dann schon nicht so schlimm. Nein, nicht springen. Nein! Ich weiß gar nicht, haben wir schon eine Quest, wo wir eigentlich auf Skellige gehen können? Also auf die... dieser eine Insel, die mega riesig ist. Weil da läuft ja, glaube ich, auch noch mal die Hauptquest lang. Oh! Geralt! So. Level 7 Ghoul? Level 7 Ghoul! Ich mache ich fertig. Wieso nicht lootbar? So, das ist bestimmt hier sein. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Mann, ey, wie ich das mal hasse, ey. Das ist ja sowas Blödes, was man einfach nicht machen kann. Hütte des Bootsbauers. Genau, man kann hier einfach durch. Oh, was ist denn hier denn? Hä? Was kann man denn, was ist denn hier für ein... Ich verstehe es nicht.
Was soll denn hier sein? Hier ist doch gar nichts. Das ist doch hier eigentlich, nicht N, das ist doch eigentlich so ein, lassen der Stelle. Leute waren wegen Monstern oder Banditen gezwungen, diese Gegend zu verlassen. Sie kommen zurück, sobald die Gefahr gebannt ist. Ah, ich glaube, es liegt daran. Ich kann das nicht abschließen, weil das Monsternest da noch ist. Habe ich theoretisch vielleicht doch irgendwas? Ich glaube eher nicht. Nein. Also war es das mit dem Monster nicht. Oh. Ja, dann denke ich mal, wollen wir jetzt bestimmt die Hauptquest machen, nicht? Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Dann machen wir die Hauptquest und reisen dorthin. Ich könnte natürlich die Wegpunkte nutzen, die im Spiel sind, aber ich finde, dass ich erstmal, dass ich genau wegen sowas hier, dass man hier random einfach mal so auf so Banditen trifft, auch wenn die halt Level 3 sind, dann verpasst man nämlich einfach sowas, wenn man diese ganzen Wegpunkte nutzt. Deswegen gehe ich nämlich gerne hier lang durch die Welt. Um was zu entdecken, was vielleicht ziemlich geil ist. Von denen kann ich diese ganzen Sachen, die ich hier finde, wenn ich sie nicht benötige, alle wieder verkaufen. Na komm, Geralt. Und damit wieder Geld machen. Und das ist doch positiv. Deswegen nutze ich diese Wegpunkte nicht, diese Schilder. Also ungerne. Weil man einfach hier so viel machen kann. Wie diese Banditen. Einfach so getroffen. Einfach so. Deswegen mag ich das so gerne. Einfach hier rumzulaufen. Obwohl das hier so mega schön aussieht, ja? Das ist natürlich auch noch ein Grund. Wir verwirren. So, aber wir machen jetzt mal wieder seit langem eine Story. Ich weiß gar nicht, seit langem oder habe ich das schon mal. Das ist gar nicht mal lange her, dass ich da eine Story mache. Fuck. Ja, komm. Weiß ich gar nicht, aber zumindest machen wir mal wieder ein bisschen Story weiter. Also es ist ja so, man kann das Spiel ja immer noch weitermachen, auch wenn man das nicht fertig hat mit den ganzen Sachen. Außerdem, es gibt schon seit längerem jetzt ein New Game Plus Modus. Den werde ich mir übrigens im Let's Play, ich bin noch am überlegen, ob ich den mir noch reinziehe oder eher nicht, ob ich im Let's Play dann nicht lieber in dem Modus. So, weitermachen. Alles komplett hier oder zumindest viel. Guck mal, da ist ein Streuner. Schwör ab, du Monster. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ich zahle. Ich bezahle euch, wenn ihr geht. Ich habe gar nicht so viel Geld, das kann ich nicht machen. Zweitens wäre täuschen, aber ich brauche Täuschungsstufe 2. Das wird also nicht funktionieren, oder? Ich werde drohen. Die fragen erstmal, was die wollen.
Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich kann natürlich jetzt auch nochmal Edrik heilen. Dann muss ich sowieso... Ja... Ja, machen wir das mal so. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt... Kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Wenn es nicht klappt, dann könnt ihr ruhig wieder kommen. Das ist mir völlig egal. Ich habe dann schon gesprochen mit ihm. Was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Das würde ich auch gerne wissen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. What the fuck, du erwartest mich? Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Man hat vielleicht gemerkt, dass ich aus Versehen die falsche Auswahlmöglichkeit benutzt habe. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Dann, schützen wovor? Ja, würde ich auch gerne wissen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Du hast es angefertigt? Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Zufälligerweise suche ich Anna und die Tochter. Das passt, ja. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin? Meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Oh Gott, ja. Ich such sie. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten.
Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn ins Inventar an die richtige Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Drücke Hm und halte Hm oder halte Hm gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Naja, wahrscheinlich wird die Glocke gemeint damit. Achso, ist aber schon. Ja, das ist, Was ist denn das? Das Moment, welche Taste ist denn das? Achso, die mittlere Taste ist also schon. Achso, ist aber schon festgelegt. Okay. Ich mach mal kurz ein Save. Hier entlang, glaube ich. Das hört sich mal so mega nah an. Da war sie doch. Aber erstmal die Gegner. Die können nerven. Die Ziege doch gehört. Noch ein Hinweis. Wo bist du? Vorne? Ach, da bist du. Hallo. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Erna. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na, kommt sie? Nee, hab sie angehalten. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Weideler. Hier entlang, euer Gnaden. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Das ist so geil. Aber Prinzessin hat einen Lebensbalken, das heißt, sie könnte theoretisch sterben. Nein! Zur Hölle bist du hin? Scheiße. Wenn ich's nicht... Alter! Es geht. Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Oh Mann! Nur wo ist sie denn jetzt hier? Jetzt kommst du aber mit, ne? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Diese Quest ist so verstörend. Na komm. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Wieso ist denn da ein Fragezeichen? Du hast diese. Wieso ist da ein Fragezeichen? Entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Okay. Wie ist das hier ein Fragezeichen? Ach so. Lauf dem Weideler nicht davon. Deswegen. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein. Liebes, süßes Zieglein. Und was ist jetzt? Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm.
Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Ach nee. Reicht das? Lecker. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Das war mega freakig. Du erwähnst ein Kind. Wessen Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja. Hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Okay. Der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidelar ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Und, ja, genau, das Kind. Was ist damit geschehen? Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf. Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Dazu muss man natürlich wissen, wo der ist, ne? Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Dann werden wir... Ey, du kleiner Wichser, ich hasse dich. Dann werden wir es finden. Die Aufnahmesession ist aber vorbei. Aber das wird spannend. Ich bin bis Tarium mehr über Fehlgeburten. Und dann muss ich mit dem Baron sprechen. Warten wir erstmal, bis diese ganzen Quest-Aktualisierungen vorbei sind. So, schauen wir jetzt mal. Immer noch Familienangelegenheiten. Stufe 6. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter mit den Fehlgeburten oder Fehlgeborenen, der ziemlich kranke Angewohnheiten hat, scheinbar. Aber ja, bis zum nächsten Mal, Leute.